Und hier bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Teil von Alan Wake auf dem PC in Ultra. Eine Versicherung. Und auf schwer. Und hat mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren. Gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich sage Sarah! Ah, Sarah also! Oh nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Natürlich sind wir ein Idiot. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Oha, das sind viele Vögel. Da habe ich natürlich richtig Lust jetzt. Unfassbar. Na, guck an, da unten ist sogar eine Seite. Da muss ich sowieso lang, wie es aussieht. Hab doch kaum noch Munition, ey. Sarah ist bestimmt tot, aber unser bester Freund lebt mit Sicherheit noch. The Relit Room. Der wahre Lichtraum. Lit, genau. Light. Ein Kontrollpunkt, das heißt, gleich geht's los. Oh. Ich habe ja nicht mehr gewusst, wo. Wir sollten erstmal unsere Lampe ausruhen lassen. Hier gibt's viele. Okay. Da hinten ist Licht. Schön, dass hier jemand immer so teilweise immer wieder Licht ausstrahlen lässt. Wunderbar. Die da hinten bestimmt auch noch. Später. Oder die da. Thank you.
Meine Güte, nee. Da geht's wieder hin zu. Ich war jetzt voll abgelenkt, nach oben zu gucken, ey. Alter! Seid ihr verrückt? Oh, ist den Quant? Doch, Quant noch. Breaker, Sarah. Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Und da hat mir jemand eine Spur gelegt. Keine Thermosflasche dabei rausgefallen, ne? Wenigstens lassen halt die Vögel gerade ein bisschen Ruhe, aber ich glaube, die kommen gleich eh wieder. Aha. Barry! Barry! Durchhalten, ich komme! Weg mit euch, ihr Freaks! Aua! Wir haben ein gutes Timing, Wake. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy und Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Wo geht's hier jetzt hin? Es ist derselbe Weg nur oben rum, so gesehen? Ja. Okay, wir wollen aber erst natürlich auch nochmal da in die Hütte. Und wo ist die Sarah, wenn er mir nachgeht? Achtung, Sarah ist diese schwarze Hexe bestimmt. Schießt aber wiederum auch ihre eigenen Leute in dieser Hinsicht K.O. Okay, hier gibt es wohl nichts. Kein Fernseher, kein Radio. Ein Fernseher in dieser gottverlassenen Gegend. Wortwörtlich gottverlassen. Thank you.
Hier drin ist wohl auch nichts. Ach, hier ist die Sarah. So, da oben haben wir erstmal wieder einen Speicherpunkt. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Ich möchte das nicht machen, El. Hätte doch weiter trainieren sollen. Hat wohl mit seinem Sport aufgehört. Okay, hier gibt's nichts. Wir können weiter. Sehen Sie die Lichter? Na klar. Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Da oben. Sehr schön. Wir sind jetzt zwar zu dritt, aber... Eigentlich hätte ich sie schießen lassen sollen. War's das? Sind wir sicher? Sieht so aus. Wow, ich glaube, das war's. Scheint so, dass es das war. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. So, einmal hier zu dem Licht. Gespeichert. Taken, oh, was? Filled with Darkness. Oder so? Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Noch ein Kontrollpunkt. Oh, Thermosflasche. Ich soll den Aufzug rufen. Okay, dann rufen wir mal. Gibt er sonst nichts weiteres? Achso, da kommen sie! Der ist natürlich wieder ultra schnell. Noch einer. Er ist ja schon da. Was sie da rumballert, ey. Hallo? Wollte gerade sagen. Alter, ist der hell. Außer hier hinten. Alle drin? Ich habe gar nicht geguckt, ob alle drin sind. Wir sind fast da. Der ist aber echt langsam. Gibt es einen Eingang in den Staudamm? Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse. Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Ach, wir sind schon da.
Schön vorsichtig, okay? Oh Mann, ich hasse das. Immer musst du das nicht allein durchstehen, mein Freund. Ich musste alles allein machen bis hierher. So, haben wir hier hinten noch etwas versteckt? Nein, haben wir nicht. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Oha. Ein Knopf, der die Tür öffnet. Gibt keine Henkel mehr. Der da, oder was? Der hat noch Zeit. Wir wollen uns erstmal umgucken. Wer weiß, vielleicht geht das sogar hoch. The Rail Light Room, da drin wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir hier oben nochmal. Ah, ne, hier geht's nicht wirklich hoch. Aber hier ist auch nichts. Alles klar. Wieder zurück. Entschuldigung. Man will halt gucken. Warum ist der Schalter so weit weg? Zum Öffnen gedrückt halten. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Das war ja sowas von klar. Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf? Bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Ah, okay. Na super. Wow. Okay. Runter. Meine Lampe muss ich immer erstmal erholen, das ist blöd. Ja, ich könnte Batterien nutzen, aber die will ich mir lieber aufsparen für Notfälle. Ich weiß auch nicht, ich spare lieber immer so Sachen für Notfälle auf. Hier haben wir noch eine Manuskriptseite. Komm, wir lesen die jetzt mal. Zanes Schuhkarton. Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, dass dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er noch während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Mhm. Vielleicht finden wir diesen Schuhkarton später. In diesem lichtüberfluteten Warenraum. Das könnte es zumindest sein. Was da drin auf uns warten soll. Ein Kontrollpunkt. Wunderbar. Das Auto sieht schon so gefährlich aus. Oh nein. Okay, ach ja. Also ich finde die Raben echt am schlimmsten. Ist hier etwas? Gibt's hier etwas? Wetten, jetzt gibt's hier was, wenn ich da jetzt nicht weitergehe. Jetzt will ich mir mal nämlich mal nicht die Mühe machen und da weitergehen und bestimmt gibt es da dann was. Egal. Nächsten Teil geht's weiter. Also morgen für euch. Wir sind bei 20 Minuten angekommen, je nach meiner Uhr. Und ja,
Das ist Alan Wake gewesen für heute mit mir von Gameplays als Hobby und wahrscheinlich kurz vorm Ende. Ich habe keine Ahnung. Es geht Richtung Ende auf jeden Fall. Wer weiß, wie viele Teile ich noch machen kann. Vielleicht 3, vielleicht nur noch 2. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und es hat euch hoffentlich gefallen. Und danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann bis morgen. Oder bis später bei einem anderen Let's Play. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.